So, Hallöchen und willkommen zur meiner Version der 15 Minuten Level Challenge von Dofus. Ja, ich bin auch dabei, probier es einfach mal, auch wenn ich nicht denke, dass ich eine Chance habe. So, Regeln. Wir sollen einen Charakter erstellen auf dem Server Shadden. Das machen wir auch. Da oben, hier, Stoppuhr. Ganz wichtig. Wir haben 15 Minuten Zeit und wir dürfen keine Hilfsmittel annehmen. Und ich erstelle einfach einen SRAM, weil ich damit am besten umgehen kann. Jetzt auf Kosmetisches. Das sparen wir uns. Auch die Filmsequenz sparen wir uns. Sobald ich jetzt anfange, irgendwas zu tun, muss ich den Timer starten. Das heißt, ab jetzt. Und los geht's. Ah, erstmal willst du hier. Das heißt, jetzt so schnell wie möglich durch. Und wenn du hier schon... Oh. Ja, fängt ja schon gut an. So. Vogelscheuche bekämpfen. Och. Das Tutorial ist nervig. Sollte man überspringen können. Moment mal, kann man das nicht sogar? Warte mal. Zwei. Ja. Tutorial übersprungen. So, dann machen wir mit den Berufe weiter. Das lohnt sich zumindest. Da kriegen wir nämlich eine Trophäe und die hilft uns dann beim Leveln. Einmal das ernten, einmal das ernten, einmal das ernten, einmal das ernten. Ah, und einmal angeln. Naja, immerhin Level 2 sind wir schon und wir haben erst eine Minute rum. Das meiste werden wir jetzt ewig. Ich denke einfach mal, wir leveln dadurch, dass wir einfach durch die Gegend laufen. Hauptsächlich und dadurch Erfahrung sammeln. Da dran. Idol herstellen. So. Level 3. Da lang. Also ich sag mal, 15 habe ich mir schon erhofft. So, das Idol reintun. Ach nee, das geht ja so gar nicht. Ach Gott, das Interface. Da. Drin. Und nochmal gegen das Vieh. Und welch ein Wunder, jetzt kriegen wir gleich 10% mehr. Das ist aber auch ein Teufelswerk mit den Idolen. Ich habe übrigens eine Idee, wie wir das Leveln beschleunigen können. Ich weiß ja nicht, wie es die anderen machen. Ich hätte mal Punkte verteilen sollen. Los, macht hinne. Gott, schon 3 Minuten rum. Och, hat das Vieh noch überlebt. Habe ich eigentlich... Nee, die... Doch, ich habe die ganze Ausrüstung da. Ich müsste sie nur anlegen. Okay. Sehr schön. Stufe 4. So, hier sind wir fertig. Da gibt mir jetzt auch noch eine Quest. Jetzt sehen wir aber zu, dass wir in Kanam verlassen. Und mal ganz kurz den ganzen Mist anlegen. Punkte verteilen. Alles in Stärke rein erstmal. Und jetzt geht's weiter. Wir werden uns jetzt ganz schnell bewegen.
gucken, dass wir hier ist das Örtchen da unten nochmal, das so halb im Wasser steht, dieses richtig hässliche Ding. Denn da sind Piwi-Mops, also kleine Piepmätze, Vögelchen. Meinen Horizont erweitern, darauf bestehen. Sequenz wegdrücken, annehmen. Sehr schön, Level 5. Wird ja langsam. Noch 10 Level. Hey, also wir haben bisher pro Minute ein Level geschafft. Also ich find's gut. Ne, hier, da sind diese kleinen Piepmätzchen. Und die haben meistens immer viele Sterne. Das war falsch. Scheiße. Oh, das kostet jetzt richtig Zeit. Das kostet jetzt richtig Zeit. Ja, ich hätte das Boot nehmen sollen. Das Boot bringt mich nach. Sag schon. Amagna. Ja, das Boot von Amagna bringt mich runter nach Sofokia. Naja. Heliotrop. Ach, ja, war auch das falsche Portal. Steamer hätte es sein müssen. Kann ich das Boot nicht nehmen? Ich meine, ich habe mich ja vorher informiert. Ich habe ja die Strecke geguckt. Also ich konnte es nehmen. Könnte aber auch sein, weil ich ja faul bin und auf dem Twink war, dass das aus Versehen jetzt ein Steamer war und dass das nicht geht. Aber dass ich das falsche Portal anklicke, ist natürlich doof. Wie viele Versuche habe ich eigentlich? Na, denn den habe ich jetzt gründlich versaut. Na, ich müsste ihn ja nicht hochladen. Nein, 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 ich will nicht nach Inkarnam. Geht's hier nur nach Inkarnam? Scheiße. Da muss ich wirklich laufen. Oder wir machen einfach hier Mobs. Oder wir holen uns einfach diese XP die ganze Zeit. Laufen hier schön rum, sammeln Erfahrung. Was will man mehr? So, gleich da unten gibt es wieder Erfahrung. Ebenen von Astrop. Ja, wir sammeln jetzt erstmal so ein bisschen. Gott, das wird sowas von nix. Das wird sowas von nichts. Minuten ist aber auch eine wahnsinnig enge Zeit. Ich meine, ich habe jetzt nicht geguckt, ob andere schon was da gemacht haben, aber ja, die zu fällen, das bringt's jetzt. Ja, die Mobs hier schaffe ich nicht. Da so ein einzelnes Fresssäckchen. Ah, wartet mal. Das können wir probieren für 27. Boah, 250 Lebenspunkte. Und ist sofort dran. Oh, fuck. Ich glaube nicht, dass wir das hinkriegen. Scheiße. Scheiße! Ja, komm, jetzt Black Screen. Hallo? Ach so, oh, tot, Ende. So, dann machen wir es halt nochmal. Alles wie beim letzten Mal. Nur besser. Und ohne zu sterben. So. Und ich starte den Timer. Ups. Eine Sekunde zu früh. Kleiner Frühstart. Die eine Sekunde wird es jetzt aber auch nicht. Hören wir eine Sekunde eher auf. Ach ja. Ja, los. So.
Das hier lohnt sich auf jeden Fall. Ups. Ich weiß, dass ich hier Zeug habe. Ich möchte es aber noch nicht abholen. Wann er wohl aufhört, mir das zu zeigen? Heroischer Server, okay. Bedeutet dann wohl, hier stoppt man. Nee, Idole erst rein. Ich hoffe, das ist jetzt nicht schlimm, dass ich das andere einfach davor schneide. Ist immerhin auch ein bisschen Comedy mit drin. Außerdem würde man jetzt den Zusammenhang, da ich keine Einleitung mehr dazu gemacht habe, gar nicht sonst merken. Ich bin ja auch kein Wiederholmännchen. Na gut, ich hätte die Einleitung machen können, unterbrechen können und. Ja. So. Jetzt muss ich gegen zwei kämpfen. Ja, musste immer abhauen. So, Stufe 3. Obwohl, das könnten wir noch schnell machen. Hier die drei Dinger anklicken. Eins, zwei, drei. Das kostet jetzt auch nicht so viel Zeit. Und wir sind Stufe 4. Hier gehe ich jetzt erstmal einen nach unten, nach oben. Einfach, dass man hier die Gebiete auch noch mitnimmt. Und wir ändern jetzt grundsätzlich unsere Taktik. Da unten nach, ach, keine Ahnung, wie das da heißt, ist einfach zu weit. Also müsste mir eigentlich nur noch ein Gebiet fehlen. So. Stufe 5. Was würde mir noch fehlen? Das Gasthaus und die Mine. Da kommt. Für den Meta-Erfolg. Wir liegen ja relativ gut in der Zeit. Mein Level 15 möchte ich auf jeden Fall schaffen. So, Gasthaus. Die Mine ist auch nicht weit. Und dann gehen wir runter. Schnell wieder raus.
Damit sind wir dann schon 6. Wir liegen gut in der Zeit. Jetzt suchen wir uns mal einen guten Piepmatz-Mob. Drei sollten schon sein. Wo haben wir denn hier? Da. Nee. Auch wieder nur zwei. Das war Z, oder? Ja. Ja, dann nehmen wir doch den hier. Ich habe keine Punkte verteilt. Sondreck. Seit wann habt ihr denn Fernattacken? Ey. Den kriegen wir jetzt so platt. Von wegen. Seit wann können die Reichweite klauen? Noch komm! So, Hallöchen, zur Dofus Level Challenge in 15 Minuten. So viel XP holen, wie es nur geht. Wer eine ausführlichere Einleitung haben will, sollte ich bitte mein Prequel-Video angucken. Und keine weiteren Fragen stellen. Wer kommt auf die Idee, so eine Challenge auf einen scheiß heroischen Server zu machen? Okay, ruhig bleiben, Iro. So, die Challenge startet, sobald ich meine erste Bewegung ausgeführt habe. Das ist dann in 5 Sekunden der Fall. Und wir starten jetzt. So. Tutorial übersprungen, Level 2. Da rein. Eins, zwei, drei. 4, 5. Nebenbei. Nö, kommen wir nicht. Nee, mal ganz im Ernst. Heroischer Server, wer sich das Vorvideo nicht ansehen will, es bedeutet einfach, tot ist tot. Und das ist Dreck. Diesmal verteile ich hier aber vorher meine Punkte. Dann geht vielleicht auch der Kampf etwas schneller. So, Kampf 1 geschafft. Jetzt müssen wir das Idol anlegen. Das machen wir jetzt ja auch schon zum dritten Mal.
Den besiegt. Und die beiden besiegen. Ich wollte eigentlich heute noch damit fertig werden, aber wenn ich dauernd sterbe, geht das nicht. So. Eins. Zwei. Drei. Einmal kurz nach unten. Das machen wir jetzt wie gerade. Wir erforschen hier einfach das komplette Gebiet. Dann sind wir Stufe 6. Dann verteilen wir endlich auch mal unsere Punkte. Dann besiegen wir die Piepmetze. Und dann ist das gut. So, hier geht es nämlich auch in die Mine rein. Wieder raus. Runter auf den Seelenweg, runter zum Friedhof, erst zum Wald, dann zum Friedhof, dann zum Ballon. So, Stufe 6. Und da wollte ich ein Dreier machen. Na komm, machen wir erstmal hier die kleinen. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Equip zusammen. Wow! Ey, was ist los mit euch? Die waren doch früher nicht so brutal. Na komm. Oh komm. Wenn ich jetzt Pech habe, bin ich tot. Neun. Zehn. Nochmal 20 Punkte. So, Stufe 10. Jetzt dürften wir aber einen Zweier hinkriegen. Am besten einen mit Gelb. Gelb ist gut. Da kriegen wir vielleicht noch ein bisschen Gier. Hier, Blau und Gelb. Der hat uns vorhin getötet. Diesmal haben wir aber die Skillpunkte verteilt und wir sind einige Level höher. Das sollte jetzt also kein Problem kriegen. Und den Blauen müssen wir zuerst töten. Beide hier. Das wäre jetzt eh sichtbar geworden. Und ihr macht immer noch so viel Schaden. Aber dafür kriege ich euch auch wesentlich schneller tot. Der ist vergiftet, der stirbt. Jetzt muss ich nochmal sehen, dass ich dich irgendwie loswerde.
Ja, dieses Mal problemlos. So, 12. Irgendwas gedroppt? Nein. Nochmal 10 Punkte. So, dann suchen wir uns nochmal einen anderen schönen. Geht ja doch relativ flott hier, hätte ich nicht gedacht, so ohne Sterne. Na gut, wir haben jetzt die Challenge mitgenommen. Wir haben das eine Idol drin. Da rosa und gelb. Dass ihr auch meine Reichweite verringert. Arschgeigen. Jetzt weißt du natürlich genau, wo ich stehe. Mist. Ihr wollt mich doch verarschen! Ey, ihr wollt mich doch verarschen! Ey, dann krittet der Arsch! Ey, und jetzt kann ich wieder ganz von vorne anfangen? Och! Hm.